Was zum Henker? Er ist aus dem Wagen! Auf ihn! Beeilung! Los! Los! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir zu Need for Speed The Run. Wir spielen hier die Kampagne, beziehungsweise den Singleplayer. Und es handelt sich um die Xbox-Version. Und müssen jetzt hier erstmal abhauen. Und diesen Gangstern entkommen. Das schieben wir mal ein bisschen an. Lasst uns durch, wir sind schaulustiger. Irgendwie habe ich eigentlich erwartet, dass es ein doch eine aufgemotzte Karre ist, aber nein, wir müssen ja relativ klein anfangen mit so einem schicken Audi. Ist ja jetzt auch nicht wirklich das langsamste, was es gibt, aber kommt einem schon sehr langsam vor. Das Spiel ist von Blackbox und wurde von EA gepublished. Okay. Weiche den Schüssen aus. Leichter gesagt als getan nach dem ersten Crash. Komm schon, und unser Nitro ist aus. Ist noch gerecht? Ja. Und damit sind wir entkommen. So, jetzt gibt's weitere Story-Schnipsel. Das heißt, du hättest dir was eingebrockt, Jack. Nichts tun hat noch keinen weitergebracht, oder Sam? Zumindest keinen aus unserem Block. Aber ich kann dir helfen, die Sache zu regeln. Was tue ich? Was du am besten kannst. Besser als jeder andere. Komm schon. Ja oder nein? Du kanntest meine Antwort schon, bevor ich hier reinkam. Das Rennen geht von San Francisco nach New York. Nur die besten Fahrer. Gewinnst du? Löse ich dein Problem und gebe dir 10% ab. Mama. 10%? Es geht um 25 Millionen. Rechne es aus. Nach dir. Hiermit bleiben wir in Kontakt. Jetzt brauchst du erstmal ein Auto. Autos? Kein Problem. So, das war's auch schon im Großen und Ganzen mit der Story. Dass wir halt von San Francisco nach New York brettern müssen, um halt diese 25 Millionen zu gewinnen.
Und jetzt sollten wir uns eigentlich erstmal ein Auto aussuchen. Ich bin mal gespannt, durch die Limited Edition, hier stehen mir derzeitig auch ein paar mehr Autos zur Verfügung als sonst. Aber mal gucken. Ja, die Ladezeiten sind leider ein wenig lang auf der Xbox. Was für ein Ego, mit dem er da reingelatscht ist. So, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal den Porsche, den es nur in der Limited Edition gibt. Und ja, ich nehme den jetzt einfach. So, und wieder eine Ladezeit, das Rennen beginnt. Bin ich mal gespannt. Also ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, aber jetzt als Let's Play noch ausgesucht. Weil ich doch eigentlich der Meinung bin, dass es ein ziemlich cooles Rennspiel ist. Auch wenn die härteste Kritik am Titel definitiv berechtigt ist, es ist sehr kurz, das Spiel. Also ich weiß nicht, beim ersten Versuch habe ich knapp 2 Stunden nur gebraucht. Aber mal gucken, wie schnell wir es jetzt schaffen. Geladen und in Sicherheit. Über 200 andere Fahrer und mehr als 3000 Meilen Asphalt trennen uns von New York. Das hört sich gut an. Wir sind dabei. Schnell nach Nopil oder du verpasst den Start. So, und damit geht es jetzt los. Da vorne sehen wir schon den ersten Konkurrenten. Wie sich das Auto jetzt so macht, bin ich mal gespannt. Echo 2-1, der große Anteil exotischer Wagen im Bereich von Naphill. Ist eine 10-23 geplant? Negativ, wie viele Wagen? Mindestens 50, werden jede Minute mehr. Sollen die Reihen halten? Oh, ein Pagani, den wir da gerade überholt haben. Okay, also das ist ganz kleine Art Straßenrennen. Schickt schnellstmöglich Verstärkung. Verstanden, mehrere Einheiten sind unterwegs. Okay. Wow. Ey, nicht so aggro hier. Aber ich glaube, mit einer aggressiven KI müssen wir noch das eine oder andere Mal kämpfen. Ich glaube, das macht mittlerweile auch Need for Speed aus, dass die KI doch teilweise sehr, sehr aggressiv reagiert. Okay, das war zu viel des Guten. Alpha 22 vor Ort, schickt lieber noch mehr Einheiten. Wir sind 20 zu 1 in der Unterzahl. Oh. Okay, schicke alles, was ich habe, dabei. So, ich glaube, das wird das ein oder andere Mal passieren. Zum letzten Kontrollpunkt mal gucken, wo das jetzt ist. Aber wir haben ja Zeit. Wir müssen zum Glück keine Rekordzeit hier fahren. Also alles im grünen Bereich. So. Alpha 22 vor Ort, schickt lieber noch mehr Einheiten. Wir sind 20 zu 1 in der Unterzahl. Okay, schick alles, was ich hab, dabei. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Grafik doch ziemlich cool aussieht. Alles klar. Ein fliegendes Auto. Wo zum Teufel kommt die bloß alle her? Zentrale Ordnung, komplette Absperrung an. Alle Hauptstraßen durch das sofort dicht machen. So, jetzt. Die Kopf sperren gestattet, Jack. Du musst da raus, sofort. Jetzt wird's brenzlig. Code 6 übernehmen die Straße. Brauchen sofort Verkehrskontrolle. Verstanden, rechte Ringsperre ein. Stand by. Gummi. Ah, den Pagani verfolgen sie jetzt. Mich aber auch.
Aber wir müssen jetzt erstmal so schnell wie möglich hier raus. 96 beenden und nächste große Kreuzung besetzen. Gesamten Verkehr stoppen. Alles stoppen. Alles stoppen? Nicht mit mir. Achtung, Einheiten. Habe einen Code 6 mit Polizeifunkscanner im Wagen. Keine Straßensperre durchgeben. Oh, okay. Fahr zur Brücke. Alles klar. Ach Mann, lass mich durch. Lass mich durch. Och, Mann. Wow. Okay. Jetzt geht's erstmal nur noch geradeaus. Hoffe ich zumindest. Es ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Lass mich durch. Boah. So, ziehen wir jetzt hier links vorbei. Ich habe das Gefühl, ohne Nitro geht's kaum vorwärts. Jetzt müssen wir uns durch den Verkehr. Oh. Okay, dem Pagani haben wir es gerade gegeben. Achtung, hat meine orange-farbene Carrera erst außer Kontrolle. Position halten, Position halten. Und damit wäre die erste Etappe schon vorbei. Beziehungsweise das erste richtige Rennen. Obwohl das eigentliche Rennen noch nicht mal gestartet hat. So, okay. Und wir kriegen hier über XP einen drum und dran. Oh, ich habe mich sogar verbessert. Nee, cool. Ein Kumpel geschlagen, haha. Auf zur nächsten Etappe. Beziehungsweise jetzt fängt das richtige Rennen an. Würde ich mal meinen. Dominierte Etappen 10. Okay. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Wir sind jetzt bei 8 Minuten 24 von der Gesamtzeit. Ich bin mal gespannt, wie lange ich diesmal brauche, um das komplette Spiel zu beenden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, unter 2 Stunden durchzukommen, aber wie gesagt, das ist so meine kleine private Herausforderung für mich. Ob ich es schaffen werde, weiß ich noch nicht, aber ich werde mein Bestes geben. Jack, du musst Las Vegas in die Top 150 erreichen. Was? Sprich lauter! Las Vegas, Top 150 oder wir sind raus. Okay, verstanden. So, ganz, ganz entspannt, komplett ohne Druck brettern wir jetzt weiter. Geben unser Bestes, schön im Windschatten. Lass mich durch, ein Schaulustiger. Gib Gummi. Oh, diesen schönen Dodge. So. Bei Need for Speed haben wir es hier mit einem puren Arcade Racer zu tun. Also wer Realismus sucht, ist hier definitiv falsch. Aber ich glaube, die Marke Need for Speed hat noch nie auf Realismus abgezielt. Was allerdings auch den Spaß daran ausmacht, muss ich sagen. Also ich bin ja schon großer Fan von Simulation. Aber ich will auch ab und zu mal einfach bloß drauf losbrettern und bei Need for Speed kann man das. Auch wenn für mich persönlich der größte Kritikpunkt bei Need for Speed ist eigentlich die Steuerung, dass die relativ, ich möchte nicht sagen, für einen Arsch ist, aber sehr, sehr schwammig. Trifft es eigentlich ganz gut. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Geben wir jetzt hier unser Bestes, dass wir weiter nach vorne kommen. So. Und einfach mal ziehen wir jetzt gleich links rüber. Kommen wir ran. Ja, es geht vorwärts. Immer so viel Nitro wie möglich raushauen. Beziehungsweise ich lasse den Knopf hier einfach gedrückt bei Nitro. Weitestgehend.
So, schon haben wir alle Positionen gut gemacht und haben noch 3 Kilometer vor uns. Okay, gut, jetzt können wir endlich ganz entspannt Gummi geben. Gemütlich im 7. Gang mit Tempo 300 über Highway ist doch was Feines. Macht man noch jeden Tag. Macht das bloß nicht. Aber es kann auch mal entspannt zugehen im Spiel. Ups. So nicht hier, mein Freund. Ups. Schön gemütlich im 7. Gang. Minuten 47. Jetzt sind wir schon auf Platz 195. Ganze 10 Plätze gut gemacht. Und wieder halt mal XP. Perfektes Rennen. Noch 5 Resets übrig. So, weiter auf zur nächsten Etappe. Aber ich muss schon sagen, auch wenn ich das Spiel schon kenne, es macht trotzdem Spaß. Okay, viele Leute werden sich fragen, warum spielt man ein Rennspiel zweimal durch oder so, das ist nicht normal. Aber ich find's toll. Macht mir persönlich macht Spaß. Wenn's euch gefällt, ist natürlich noch viel, viel besser. Was müssen wir jetzt machen? Oh, jetzt haben wir ein Kontrollpunktrennen, wo wir Zeit gut machen müssen. Und da geben wir mal so viel Gummi, wie wir können. Oh, und gleich wieder ab durch den Verkehr. So. Ups. Okay, auf der linken Spur ist fast nichts los. Aber da ziehen wir jetzt mal rechts rüber. Yeah. Checkpoint Nummer 1. Oh, am Horizont sieht man gerade ein Flugzeug lang fegen. So, was Feines. So eine kleinen Details machen schon einiges her, die ich jetzt beim ersten Mal spielen echt nicht gesehen habe. Autsch. Das tat weh. Das noch mehr. Oh, der schöne Porsche. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der große Porsche-Fan, aber ein paar Autos von denen sind ja auch ganz schick, muss ich sagen. Aber für mich persönlich nicht bezahlbar. Und auch in naher Zukunft nicht bezahlbar. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu Porsche? Mögt ihr Porsche? Wenn ja, ob ihr alle mögt oder welches Modell es euch da besonders angetan hat, das würde mich mal interessieren. Also ich bin ja ein großer Fan vom GT3 RS, falls das euch was sagt. Der finde ich es eigentlich mit den... mit den RS2, wenn ich mich nicht irre, sind so meine zwei Lieblings-Porsches. Aber, naja, obwohl der hier, der Carrera, es sieht auch nicht so schlecht aus. Aber naja, ein Sportflitzer, den muss man auch bezahlen können. So, ich denke mal, das Rennen hier läuft ziemlich gut. Ich gehe mal davon aus, wir fahren hier fast die ganze Zeit mit Vollspeed. Okay. Kaum sage ich, es läuft gut, bam, voll gegen. Naja, was soll's, passiert, wir haben aber gerade einen Checkpoint geschafft. Habt ihr den hochfliegenden Laster gerade gesehen? Wie geil war das denn? Oh Mann. Okay, gut. Das fängt ja schon mal gut an. So, ihr kommt. Lass mich durch. Ein fliegender Laster. Ich bin beeindruckt. The One. Yeah. So, wieder XP erhalten ohne Ende. Resets übrig. Ja, diesmal bloß 4. Schade, schade, schade. So, aber auf geht's. Ich hoffe, so ein paar, so einen kleinen Fehlerchen, so einen kleinen Bugs kommen noch häufiger vor. Hoffe ich mal. Das macht die Sache nämlich um einiges amüsanter. Zumindest für mich.
So, damit hätten wir Etappe 1 beendet. Oh, ging ja schnell. So, Rang 1 gegen Freunde. So. Tadam, König für einen Tag, weil ich meinen Kumpel überboten habe. Interessant. So, an dieser Stelle fahre ich einfach mal mit der nächsten Etappe weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich es schneiden werde, ob ich vielleicht ganz, ganz große Folgen mache, jede Etappe einzeln oder ähnliches. Ich denke mal, das werde ich dann beim Schneiden sehen, vor allem wie lang die Folgen werden.